Commander Krieger hat ein neues Video hochgeladen. Dort berichtet er, dass an den vorderen zwei Rädern seines Autos die Schrauben gelöst wurden. Das hat er zum Glück rechtzeitig bemerkt und deswegen ist sein Auto und er selber nicht zu Schaden gekommen. Er hat selbstverständlich die Polizei gerufen und hat in seinem Video demjenigen, der Hinweise zur Ergreifung des Täters liefern kann, 5000 Euro versprochen. Für ihn war diese Tat ein Mordanschlag. Er bringt den Vorfall mit seiner YouTube-Tätigkeit in Verbindung. Commander Krieger vermutet, dass dem Täter seine Meinung, die er in vielen seiner Videos preisgibt, nicht gepasst hat und dieser deswegen ihn in einen tödlichen Unfall verwickeln wollte. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Du guckst und dann siehst du auf einmal deinen Reifen weg, dich verabschieden. Dann denkst du, ja gut, alles klar. Dann siehst du den anderen Reifen sich verabschieden. Leute, was geht in euch vor, dass ihr so eine Scheiße überlegt? Ich habe mich über lose Radmuttern im Netz informiert. Ein User auf autofrage.net schrieb zu diesem Thema: Bevor ein Rad wegen lockerer Radschrauben abfällt, rappelt das im Inneren, dass man glaubt, die ganze Achse fällt ab. Außerdem wird das Auto hinten instabil oder das Lenkrad wackelt. Da sollte man auf die Idee kommen und mal anhalten und nachschauen, was da nicht in Ordnung ist. Sind die Schrauben allerdings gänzlich entfernt worden, wird es sehr plötzlich unlustig beim Fahren. Ich kenne mich mit dem Thema und den entsprechenden Folgen nicht aus, habe das Gefühl, dass Commander Krieger sehr emotional und subjektiv an das Thema rangeht. Dass die Tat ein Mordanschlag war, ist nur eine Vermutung. Ebenfalls bin ich mir doch relativ unsicher, ob diese Tat mit seiner YouTube-Tätigkeit in Verbindung steht. Alleine die Presse berichtet von 5 derartigen Vorfällen in Deutschland in den letzten 24 Stunden. Es kann auch sein, dass Commander Krieger nur zufällig das Opfer ist. Ein Zuschauer schrieb Folgendes unter seinem Video: Das ist nicht nur für dich ein Mordanschlag, das wird die Staatsanwaltschaft ähnlich sehen. Es war geplant. Keiner rennt mit einem Radkreuz in der Hosentasche zufällig in der Gegend rum und es wurde der Tod von mindestens 3 Personen in Kauf genommen. Tötungsabsicht. Das hat absolut nichts mehr mit dummer Jungenstreich zu tun. Hoffentlich wird der Täter ermittelt und entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Ein anderer Zuschauer schrieb: Es muss ja nicht zwangsläufig ein Zuschauer von dir sein. Vielleicht war es nur jemand, der deine Felgen haben wollte und es nicht geschafft hat. Commander Krieger antwortete auf den Kommentar: Dann versucht man es bei einem Rad und nicht bei beiden Vorderrädern, zumal eins auch offensichtlich zu vielen Fenstern zeigt. Was meint ihr? Hat diese Tat etwas mit seiner YouTube-Tätigkeit zu tun? Drücke rechts oben auf das i und stimme darüber ab. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Alles Gute, tschüss.